Er ist fast so groß wie ein Kleinkind, unser Trommler mit dem schneidigen Bart und den ausdrucksstarken Augen. Sein Harlekin-Kostüm mit rot-gelb-grünen Rauten ist aus feinster Wolle und Leinen. Auf seinem Kopf sitzt ein rosa Hut mit kecker Blume und Federn. Jedes Detail, die Bemalung des Gesichts, die dunklen, schillernden Federn und bunten Blumen am Hut, der gefältelte Spitzenkragen und das farbenfrohe Kostüm sind sorgfältigst ausgeführt. Seine feingeschnitzten Hände umfassen die Trommelstöcke. An seiner rechten Seite steckt ein Schlüssel. Sein Kopf nickt auf und nieder, sein Mund geht auf und zu, als würde er uns etwas verkünden wollen, und die Augen rollen hin und her. Das Herz des Harlekins ist die Mechanik einer Räderuhr. Schnecke mit spiralförmigen Wendelgängen, ein sogenanntes Hebnägelrad und das Federhaus mit Kette. Die Augen bewegen sich so einfach wie genial über zwei Drähte, die über einen Mitteldraht mit dem Uhrwerk verbunden sind und so den Bewegungen des Kopfes folgen. Wir wissen nicht, wer dieses Meisterstück um 1700 geschaffen hat. Vielleicht war es ein Uhrmacher aus Nürnberg oder Augsburg.